hat Ihnen der Abend jetzt heute was gebracht? Sind Sie sich in Ihrer Entscheidung sicherer? In meiner Entscheidung bin ich mir jetzt ein bisschen sicherer geworden. Waren ein paar interessante Themen dabei. Letzten Endes muss man sich das aber alles nochmal genauer angucken. Und die Aussagen, die hier teilweise natürlich geäußert werden, muss man sich natürlich nochmal im Detail dann anschauen. Aber auf jeden Fall war es ein interessanter Abend. Jetzt sind Sie sich sicherer geworden oder waren Sie es vielleicht vorher schon? Nein, ich muss ehrlich zugeben, ich war vorher schon sicher. Wer mich jetzt also wirklich ein Stück weit entsetzt hat, das ist der Kamerad von der AfD, weil also die Aussage, die er da oben von sich gegeben hat, also Entschuldigung, also das war ja null Substanz, sondern das war ein, zum Teil ja in einem einzelnen Vortrag sich schon widersprochen. Also das ist ja... Vielen Dank. Sind Sie sich jetzt sicherer geworden durch die Veranstaltung, wen Sie wählen sollen, oder war das vorher schon? Ja, vorher schon klar. Okay, hat Sie jemand besonders überrascht? Nein, wusste ich Bescheid. Also keine Überraschung. Also am besten verkauft hat sich der Herr Bullinger. Wenn ich das mal so... Dürfen Sie ja gern sagen. Mal sagen, genau, gell? Sagen. Genau. Ist dann der Versteht-Zeitgeschäft da oben. Sie wussten vorher schon, wen Sie wählen wollen. Vorher schon, wen ich wähle, aber ich habe mir es trotzdem mal angeschaut. Aber allein von dem Wahlforum her hätte ich mich nicht entscheiden können. Hat Sie jemand enttäuscht oder überrascht? Überrascht hat mich nichts. Nee. Und ist eine Landtagswahl, denke ich. Und bundespolitische Themen spielen da sicherlich auch rein, aber doch nicht die Hauptsache wahrscheinlich. Ne? Ich finde, es war ausreichend, war insgesamt sachlich. Bei manchen unsachlichen Töne gibt es natürlich auch. Und ich denke, die Vertreter der Landesregierung haben die Politik sehr gut dargestellt. Allerdings ist es nicht immer so einfach, auch gegen solche Profis wie Bullinger oder auch Rüegg dagegen zu bestehen. Aber insgesamt denke ich, dass die Jutta Niemann oder Nick Sakellariou das authentisch und gut vertreten haben. Wussten Sie vorher, wen Sie wählen sollen? Ich weiß es immer noch nicht. Heißt, was machen Sie jetzt? Ich gehe auf jeden Fall wählen. Aber wie informieren Sie sich irgendwie noch oder im Internet oder Zeitungen? Ich weiß im Grunde schon, was ich wählen will. Vor allen Dingen, sagen wir mal so, ich weiß im Grunde schon genau, was ich nicht will. Ja. Ich will schon eine andere Politik für Baden-Württemberg. Und ob ich das jetzt mit SPD und Grüne wirklich schaffe oder ob ich noch die Linke dazu will, das muss ich überlegen. Ja. Und ich denke, dass ich die Linke dazu will. Ja. Wie hat Ihnen die Veranstaltung jetzt gefallen? Hat sie Ihnen geholfen oder... Ja, naja gut, also wie solche Veranstaltungen sind, ist ja eine Präsentation und deswegen ist der Dialog ja, sagen wir mal, eingeschränkt möglich zwischen der Zuhörerschaft und den Leuten, die da oben sitzen. Die Argumente sind nicht neu, die sind allgemein bekannt. Ich war überrascht, wie schwach der AfD-Mann war, wirklich wie schwach, wie wenig argumentativ, wie wenig sattelfest in seinen Argumenten und auch wie er auf die Fragen geantwortet hat. Das hat mich gewundert. Ich habe es gerade mit ihr besprochen, dass man also die AfD eingeladen hat, das war also sinnvoll. Nur so kann man sie, sagen wir mal, vor Ort stellen und kann ihre diffuse Einsichten da klarstellen. Und wussten Sie vorher schon, wen Sie wählen sollen, oder ist es Ihnen jetzt erst heute klarer geworden? Ich bin schon festgelegt.